Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Was geht ab, Leute? Wir wollen uns heute wieder gebrauchte Edition anschauen, wieder von dem guten Takun. Falls ihr mir ebenfalls Edition zuschicken wollt, könnt ihr das gerne über Discord tun, beziehungsweise mich anschreiben. Yo, Timo, was geht? Ich habe hier meine Pokémon Y und ich will, dass du die in einem Video anschaust. Dann könnt ihr das sehr gerne machen. Ihr könnt mir zuschicken, ich schicke es euch wieder zurück oder ihr könnt es mir schenken. Schenkt mir bitte nichts, aber ihr könnt potenziell, aber schenkt mir bitte nichts. Wir schauen uns heute an. Platin. Wir haben Ultramond und Omega Rubin. Ich hoffe, das Video halt nicht zu sehr. Ich bin gerade mit im Umzug und heute ist Sturm, wird wild und ich habe Bock, mir die Edition anzugucken. Let's go. Und bitte abonnieren und liken. Okay, cool. So, wir schauen uns als allererstes die Platin-Edition an, weil da bin ich relativ hyped drauf. Wir haben wieder Lord Takun YouTube, wahrscheinlich wilder Name. Schauen wir, was uns erwartet. Wir stehen hier, warum auch immer. Haben wir die Liga? Wie viele Orden haben wir? Haben wir? Save. Oh Gott, wir haben erst 7 Orden. Taku, du kannst doch nicht einfach fucking Platin, Junge. So ein geiles Game. Kannst du einfach nicht durchspielen. Okay, wir schauen uns mal sein Team an. Ich dachte gerade, hey, wieso heißt dieses Knackse Knackrack? Also, okay, Level entwickelt sich auf Level 48. Aber dieses Knackrack heißt, beziehungsweise Knacks heißt auf jeden Fall Kackrack. Gut. Nicht schlecht. Dann haben wir Scorpi, das Pjondragi. Wir haben Knight. War der Großwurzel? Funktioniert Ableitip mit Großwurzel? Actually weiß ich es gar nicht. Ich glaube schon, oder? Ich glaube, der müsste sich dadurch mehr heilen. Dann haben wir Seegesang Togekiss. Mit Luftschnitt, Hyperstrahl, Fliegen und Auflockern. Dann haben wir Bandsticker, Rotom namens Motor. Skywalker übrigens auf Turkis. Wir haben Motor, auch 10 aus 10 Name. Mit dem Bandsticker, Donnerblitz, Spukball, Konfusstrahl, Donnerwelle. Poseidon, actually mal ein wilder Name. Von Empoleon mit Surferlichtkanon, Eisstrahl und Pflücker. Kreuzschwert, Giftzahn, Stärke, Zertrümmer, Erdbeben, Drangklau, Steinhagel, Kraxler. Okay, interesting. Ich glaube tatsächlich, dass uns auf den Boxen nicht ganz so wilder Shit erwartet, aber Takun, was zur Hölle, warum spielst du deine Spiele nicht durch? Du hast halt Gold schon nicht durchgespielt. Jetzt auch noch nicht Platin, Alter. Wahrscheinlich die 2 besten Spiele von allen Games, die du mir geschickt hast. Wir schauen auf jeden Fall trotzdem nochmal kurz in die Box rein. Aber das geht ja eigentlich nicht. Das geht ja so eigentlich nicht, ne? Und zwar haben wir, oha, Lockduft. Gut. Zertrümmerer. Nee, Zertrümmer. Punita. Ein paar Inkognito hat er schon gefangen. Friendo steht hier. Und O heißt auch O. Aber hier steht Friendo. Warum auch immer. Dann haben wir Porygon, Evoli kriegt man geschenkt. Tropius einfach mal ganz casual gefangen. Und ein Felino. Interesting. Sehr, sehr interesting. Ansonsten haben wir hier nichts Besonderes. Na gut. Ja, ist halt nicht durchgespielt, ne? Sad. Na gut, schauen wir uns die nächste Edition an. Let's go. Dann schauen wir als nächstes bei Omega Rubin rein. Bei den 3DS-Editionen meinte Takun ja, die sind ziemlich wild. Deswegen, wir haben 211 Spielstunden. Okay. Shinies hat er übrigens gesagt, falls wir welche finden. Er hat noch nie geshiny-hunted. Aber er hat Shinies scheinbar. Also ich bin gespannt, was uns erwartet. Pokédex haben wir, was habe ich gesehen? 358 gesehen, bisschen schwach, doch, dafür, dass man hier 721 potenzielle Pokémon hat. Wir schauen uns als erstes das Team an. Wir haben Smoggy, das Smogmog, nice, mit Matschbombe, Spukball, Irrlicht, Raub, ganz wildes Set, kriegen natürlich dementsprechend auch kein Item, ist auch das einzige Pokémon, was wir tatsächlich haben. Schauen wir auf die Box, wir stehen schon perfekt hier, mal schauen, was er hier so auf seinen Boxen hat. Wir haben Arbeiterbox. Na gut. Arbeiterbox, Gardevoir, Blitz, Teleport, Donnerwelle, Hypnose. Okay, wahrscheinlich. Ne, hat Fährte mäßig. Ich sag, das wäre ein richtig wildes Synchro-Pokémon. Dann haben wir Schwebe, Scheu, Apollo, Level 100. Mit Horrorblick, Folterknecht, Itemsperre, Raub. Mehr mit so einem. Die haben alle Raub, ne? Ne, die beiden hier haben nur Raub. Okay, keine Ahnung. Trashy, das ist ein VM-Sklave, Stärke, Zertrümmerer, Zerschneider, Geheimpower.
Wassersklave, Kaskade, Surfer, Taucher, Geheimpower. Ramoth mit Fliegen, Toxic, Irrlicht und Feuerreigen. Surfer, Erdbeben, Massenmörder. Und Dufti mit Lockduft. Okay, dann haben wir hier Tohaido. Das Medagross, das Shiny Medagross, was man ja damals wahrscheinlich geschenkt bekommt. Ich denke mal, dass das sein Durchspielteam war, kann es sein. Tohaido, Medagross, Flauschi, Tropius. Hat er Tropius bei in seinem Durchspielteam? Das ist actually cool. Das ist actually strong. Logok wahrscheinlich sein Starter und Finotaur von Orlando. Der Rest ist von Tina aus natürlich hier. Ne? Ihr wisst Bescheid. Hier haben wir AG, Uba, OU, BL, aber ohne. Die Boxen-Designs sind actually ziemlich wild. Holy shit. Hier haben wir noch Eierreste. Wir haben hier ein paar Spiro. Hat er wahrscheinlich halt gebreedet, ne? Zubius gebreedet, Schlapper gebreedet, Eevee gebreedet, bla bla bla. Das sind alles seine Zuchtreste. Sehr, sehr viele Starter auch. Ich gehe jetzt einfach mal da safe davon aus, dass wir hier nirgendwo random einen Shiny finden. Oha. Hier sieht es interessant aus. Ich will mir diese Radfahrts anschauen, weil warum? Was tut es hier? Wir haben Tauboga, Balgoras, Pikachu, Butalanda mit Draco Meteor, sein Headbutt, Stärke und Zerschneider. Chillig. Aktuelle Zucht. EV-Verteilung, Ditto. Zuchthengste. ja, gut. Dann haben wir Groudon. Wir haben Rayquaza, Groudon mit dem Meisterball gefangen. Das geht auch nicht. Zygarde. Wir haben Water King. Jellust. Gifty. Knackrack. 54, okay. Ah, das war, glaube ich, ein Event-Knacker, was man damals bekommen hat. Ice Water mit Regentanz und Hagelsturm. Formeo mit Regentanz, Sonntag, Hagelsturm und Meteorologe. Fifien. Arbeiterbox 2 und das war's tatsächlich. Schon wilderen Shit, aber haut mich noch nicht um. Also ist schon nice, aber ich bin gespannt, was uns auf der Ultramond erwartet. Deswegen würde ich sagen, wir gehen rüber. Nee, wir gehen noch nicht rüber. Wir schauen uns noch den Ruhmeshallen-Eintrag an. Daten ansehen, Ruhmeshalle. Das hier war nur zweimal die Trophäe gemacht. Er hat tatsächlich wirklich Tropius in seinem Durchspielteam gehabt. Das ist sehr cool. Und dann beim zweiten Mal nicht mehr. Da der Medagross X-Bart, Gengar, damit hier wahrscheinlich V trainiert. Junge, schönes Gelabra. Rekefalo, Ibitak. Borschnabel, Fassade, Schlagbohrer und Kehrtwende. Ich glaube, das sind schon Competitive-Pokémon hier, wenn ich das so sehe. Walschal und auch Lifehop. Okay. Oh, Moment, die Namen. Metacross. Gifty. Warum nennt er alle seine Gift-Pokémon Gifty? Was soll das? Buhu. Angry Bird. Dark Dragon. Und Skelabra. Okay. Ich würde sagen, jetzt schauen wir aber weiter. So, wir sind bei der Ultramond angelangt. Die scheint auch nicht so warm. Bei 6,3 Spielstunden, Pokédex 8,30 sieht ein bisschen ernüchternd aus. Aber ich bin gespannt, was uns auf den Boxen noch so erwartet. Wir sind auf jeden Fall vor der Liga. Capulina. Okay, sie heißt Lina, ne? Deswegen Capulina. Okay, ich dachte schon, das wäre der richtige. Okay, wir haben Tiger, Speedy, Meteno, Hydrobug, Mimikma und Coco. What? Okay, checken wir mal kurz ab. War das sein Durchspielteam auch hier wieder, wenn es sein Durchspielteam war? Coole Mons. Mäßiges Fuego. Wir sehen überall Z-Scheine. So sah damals mein Durchspielteam auch aus. Deswegen glaube ich, dass es ein Durchspielteam ist. Wir haben Tiger. Flammenblitz, Dark Lariat, Durchbruch, Akrobatik, Speedy mit Donnerblitz, Psychokinese, Fokusstoß, Strauchler. Wir haben Aranestro mit Anfallen, Aquadurchstoß, Giftig, Beistrahl. Meteno finde ich super cool, wenn man den mit in die... sogar mit hartem Wesen. Das ist nice. Finde ich cool, wenn man den mit den der Story mit hat. Habe ich tatsächlich nie gemacht, aber hätte ich auch gern gemacht. Retrospektive. Finde ich den schon wirklich ganz nice. Da haben wir Mimikma, Knuddler, Dunkelklaue, Gegenstoß und Schlitzer. Und Alola Kokobai mit Holzhammer, Drachenhammer, Psychischock und Matschbombe. Also quasi ein bisschen mixed offensiv mit einem harten Wesen. Und aktuelle Erfahrungspunkte 187, so wie ich das hier sehe. Sehr gut. Checken wir mal die Box ab, was uns da so erwartet. Das war jetzt hier noch nicht so spektakuläres. Wenn nicht, dann würde uns wahrscheinlich die nächste Folge komplett aus den Socken hauen. Und wird die wahrscheinlich ziemlich krass. Wir haben hier Ditto. Mäßig hart, froh, kühn. Ja, sind so gängige Ditto-Wesen. Oh, hier geht's schon langsam los, glaube ich. Wir haben ein Event-Flamirex, OT-Geschenk.
ein Shiny Kukuna. Hier haben wir Shiny Zubat mit einem Scheunwesen, Blutsauger, Superschalle, Stauner. Wir haben hier Latios, wir haben Evil-Teil, wir haben noch ein Evil-Teil. Okay, okay, nicht schlecht. Schon mal eine interessante Box, hier haben wir wahrscheinlich wieder... Okay, das war das Event Kapuriki von nur 10 Millimille. Hier haben wir ganz viele Starter und drei Lucario, weil... Ja, klar, warum auch nicht? Ich muss, glaube ich, doch hier so ein bisschen die Mons abchecken, weil ich schauen will, ob hier vielleicht nicht echt irgendwie noch ein Shiny dabei wäre. Das wäre schon cool. Na gut, ich bin alles durchgegangen. Wir haben einfach nur tausende Zuchtreste. Ich weiß nicht, ob er seine Competitive Pokémon vielleicht sogar schon auf Schwert und Schild rübergehauen hat. Und ich hoffe, dass ich jetzt kein Shiny dazwischen nicht gesehen habe, weil ich finde, dass... Boxensystem von Takun absolut fürchterlich. Holy shit. Weil, also alleine schon können wir darüber reden, dass hier random an dritter Stelle ein Shiny ist. Und random hier unten auch noch ein Shiny ist. Das triggert mich. Das triggert mich. Aber ansonsten, coole Durchspielteams. Wir schauen uns natürlich noch den Einzug in die Ruhmeshalle an. Die wollen wir natürlich noch abchecken. Also ich meine, obviously, klar, ich gehe davon aus, so von Spielstunden her und so weiter. Er hat wahrscheinlich einmal die Liga gemacht und das sind die Pokémon, die wir gerade mithaben. Ich wollte nicht auf den Trainerpass klicken. Das sind wahrscheinlich die Pokémon, die wir gerade mit haben. Sein Durchspielteam. Würde auch vom Level her auf jeden Fall passen. Aber gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall sehr, 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 sehr gerne eine positive Wertung da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Lasst gerne ein Abo da. Und ich bin sehr gespannt, was uns in den letzten drei Editionen erwarten wird. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.